Yo, was geht? It's your boy Eichhörn und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich einfach mal eine Sache da in Frage stellen. Nämlich diese Werbung da, die ich jetzt zeige. Warpath, glaube ich, heißt die. Kann mir einfach mal jemand sagen, was eigentlich der Scheiß jetzt, also... Ja gut, ich bin auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der so einfach irgendwie etwas interessante Werbung unter die Lupe nimmt, aber einfach mal wirklich, was soll mir das zeigen? Die zwei ist, oh mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also, was für eine Werbung soll das sein? Also am Anfang kamen da irgendwie so zwei Sniper. Der eine sagt, Sniper Position, schießen. Nachher sieht er den anderen am Handy und fragt, was machst du da? Und nachher kommt der andere mit seinem Telefon und versucht zu snipen. Und nachher fragt der andere, was machst du da? Und der andere wartet, keine Ahnung. Und dann habe ich das Video gestoppt, weil ich habe gedacht, ne, wirklich. Weil nachher waren die schon hier unten. Ich habe mir denke mir so, was soll das? Zum einen erstmal. Warum sieht man die zwei da so am Handy? Hätte man das nicht... Okay, Entschuldigung, ich habe mir was angebildet. Zum einen habe ich schon Besseres gesehen, jedenfalls wenn der eine da so nebendran ist und so manchmal am Handy guckt, nachher wieder in die Kamera guckt, aber das ist ja einfach nur scheiße aus, man so beide am Handy, ey. Ja Mensch, ja geile Werbung, nachher zum anderen darf ich anmerken, dass das Spiel so kantig ist, und die das Handy so halten, stimmt schon mal einfach nicht überein. Zum anderen, ja gut, ich muss zugeben, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen und habe mir das Spiel nicht genau unter die Lupe genommen, aber eben solche Spiele, in den fast meisten Fällen kann man nie das machen, was in der Werbung steht. Und ich glaube, dass solche Grafik sieht man höchstens in World of Warships, Digga. Ja, vielleicht nicht mal da sogar. Höchstens in einer PC-Version. PC-Spiel. Aber nicht für Mobile. Ich kann auch mal gerne da drauf klicken und dann gucken wir uns das einfach mal an im App Store. Aha. Ja. Keine Ingame-Fotos. Okay. Jo. Ja, ich glaube, das wird schon sein. So wird es ungefähr aussehen. Ja, ich glaube, so ungefähr wird es aussehen. Also das da, was man hier sieht, was man vorher gesehen hat, diese Zwischensektion oder so, das wird vielleicht schon passieren. Vielleicht sieht man es, aber größtenteils sind das Sachen, wo man nicht verändern kann. Also es sind einfach wie Szenen, die man sich so angucken kann, die vielleicht zur Story beitragen oder so. Ansonsten ist es ungefähr nur so, man kommt mit seiner Truppe oder so, kommt man da an und nachher beschießt man die anderen. Also so, da. Ungefähr so sieht es aus, ungefähr wahrscheinlich größtenteils. Also, nichts von Sniper hier und da. Also, nee, wirklich. Also, ich frage mich schon manchmal, wie viel, oder besser gesagt, wie wenig Arbeit kann man in eine Werbung reinstecken? Ich meine, die stehen da irgendwie wahrscheinlich mit dem Handy und sind wahrscheinlich nicht mal an dem Scheißspiel spielen. Sind wahrscheinlich am irgendwas anderes machen. Wer weiß, vielleicht ist das Telefon ja nicht mal an, Digga. Oder wahrscheinlich haben sie den Text dort. Und ich meine, wenn die irgendwie schauspielen müssen, dann wirklich finde ich die von Hilf mir tausendmal besser als die. Wirklich, die von Hilf mir, die geben sich noch irgendwie Mühe. Aber das da, also, nee, wirklich. Also, ja. Wenn es nicht sein muss, gucke ich mir die scheiß Werbung auch nicht an. Das ist auch so ein Grund, weswegen ich manche Sachen einfach gleich offline speichere und dann kann mich die Werbung am allerwertesten mal. Und ich würde sagen, das war's fürs Video. Tschüssi, einen zugtastischen Tag. Und am besten gebe ich euch einen Tipp. Wenn ihr denkt, das Spiel wird genauso sein wie in der Werbung, ladet den Scheiß nicht runter. Guckt euch das Spiel genauer an im Google Play Store oder App Store. Guckt euch die Bilder an zu dem. Am besten guckt ihr vielleicht noch auf Google oder YouTube noch Let's Plays an.
wenn es das Spiel ist, was ihr denkt, das ist geil, so, ja, so wie es eigentlich tatsächlich wirklich ist, in-game, so möchte ich spielen, so ein Spiel suche ich, dann okay, ansonsten Finger weg und am besten keine Bewertung, nichts. Auch wenn ihr denkt, oh, ich gebe einen Stern, das schadet denen, nein. Wenn ich eins gelernt habe, dann schadet ihr am meisten, wenn ihr gar keine Bewertung macht, weil dann wird es automatisch weniger vorgeschlagen und das Spiel, je nachdem, ob es dann wieder einen Hype bekommt oder nicht, kann dann sogar vielleicht komplett verschwinden, weil es einfach keinen Profit mehr macht. Es macht einfach kein Geld, keine Leute laden es mehr runter, keine Leute spielen mehr. Ich habe mal letztens von einem Spiel gehört, weiß leider nicht, wie es heißt. Es ist so ein ähnliches, also nicht ähnliches, aber es ist so eine Art Spiel wie Azur Lane, wo mit Server arbeitet und dieses Spiel muss tatsächlich runtergenommen werden, weil einfach zu wenige Leute darauf gespielt haben. Also fast nur noch, glaube ich, Chinesen und die Japaner haben darauf gespielt, fast nur die und fast keine anderen. Also es hat für die nicht rendiert und die App ist dann auch langsam verschwunden. Und genau so macht man das. Und ansonsten eben nochmal ein zweites Mal einen fantastischen Tag und vergesst nicht, wenn ihr ein richtiges Spiel wollt mit richtigen Panzern oder sogar Schlachtschiffen, Kreuzern, Zerstörern oder Flugzeugträger, empfehle ich euch World of Warships Blitz. Wenn ihr keinen Laptop habt oder PC und wenn ihr einen PC oder Laptop habt, am besten World of Warships Legends und holt euch da eure geilen Schiffe und ladet nicht so einen Scheiß runter. Denn World of Warships Blitz und Legends, so wie auch die von Tanks, so wie das Spiel dort aussieht, ist fast 1:1 wie in der Werbung ist. Kein Scheiß, ich möchte euch nicht anlügen. Könnt euch selber einen Eindruck machen und tschüss. Also selber Eindruck machen, indem ihr auf Google oder YouTube geht und sucht einfach nach Gameplay und so, und wirklich ist es verdammt ähnlich die Werbung mit dem eigentlichen Spiel. Deswegen finde ich, dass die einem fast gar nicht anlügen, wenn die Werbung machen. Deswegen, also ich muss auch zugeben, wenn Werbung von World of Warships Legends oder Blitz kommt oder von World of Tanks kommt, schaue ich mir die Werbung tatsächlich an, weil die geil ist.